Erstmal muss Kulturpolitik zusehen, dass das, was wir haben an Kultur, auch überhaupt digital verfügbar ist. Das hängt mit der Digitalisierung an. Und dann ist ganz wichtig, was heute in der Diskussion ja auch rauskam, dass wir in einer Art und Weise digitalisieren, die wir nicht für Archive denken, sondern für die Nutzung Dritter denken. Damit wird der Zugang zu Kultur schon mal niedrigschwelliger. Und der Partizipation ist natürlich wichtig, dass wir dann dort, wo es uns rechtlich möglich ist, da gibt es ja leider immer noch einige Hürden, das, was wir digitalisiert haben, auch offen so reinstellen, dass andere, das Dritte, das Nutzer, es sich greifen können und weiterverarbeiten können mit ihren Ideen, sodass wieder ein neues Werk entsteht. Und dann wird es richtig spannend. Kulturpolitik kann konkret dafür tun, dass wir eben mal diesen Prozess der Digitalisierung erstmal feuern, weil das kostet Geld, und dass wir anleiten und dass wir auch so ein bisschen Guidelines geben, wie digitalisiere ich, damit das nicht nur im Archivsinne geschieht, und dass wir eben halt überhaupt erstmal ermutigen und ermöglichen, dass Plattformen entstehen, wo diese Daten dann auch einsichtig sind und vermittelt werden.